Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videoformat. Ja, ich denke, ich werde es Best of Viewer Games nennen. Ja, ihr könnt mir eure Replays einsenden auf meinem Discord-Server. Bitte nur immer die Datei, keine Gefechtsergebnisse oder Auswertungen, nur die Datei. Und ich mache dann für den Samstag immer ein Video, wo ich vier random ausgesuchte Replays von euch vorstelle, ja? Es muss nichts bis. Also, wenn ihr denkt, dass es sehenswert ist, es muss kein Ace sein, es muss auch nicht überragend viel Schaden sein, aber wenn ihr meint, ihr habt das sauber und clean runtergespielt, ja, habt das absolut intelligent gespielt und meint, das ist sehenswert, dann schickt es mir, ich guck's mir an und gebe meinen Senf dazu. So, ich habe mir da jetzt schon, wie gesagt, vier Replays runtergeladen von euch. Ich probiere immer verschiedene Leute zu nehmen, deswegen hier vier verschiedene Kollegen, die mir ihre Replays geschickt haben. Und ja, ich möchte halt so wenig wie möglich gespoilert werden. Ja, ich habe noch keine Ahnung, ich gucke die quasi absolut blind, um ja unvoreingenommen an die Sache heranzugehen und es am besten kommentieren zu können. Ich checke nochmal gerade, ob die Aufnahme läuft. Wäre schade, wenn nicht. Ja, läuft. Sehr schön. Gut, dann beginnen wir mit dem ersten. Das von dem Kollegen Albedo Overlord hier, im Kampfpanzer 70 auf Malinowka im Winter. Gucken, was er da so gemacht hat. Fährt im Zug mit dem guten Timon. Und was kann man sagen? Jetzt, wie würde ich herangehen? Ja, haben recht viele Heavys. Die haben quasi den Light-Vorteil, das heißt, die könnten um A das Gebiet besser bespielen. Ich würde mich mit meinem Kollegen probieren, eher in Richtung BC zu verhalten und da möglichst viel Druck aufzubauen, denn ich gehe davon aus, dass die beiden Mates unten sein werden, also der Gegner oben quasi in einer taktischen Unterzahl ist. Aber mal gucken, wie die beiden das lösen. Irgendwelche Clans, die man kennen muss im Gegnerteam? Nein! Also mir sagen jetzt keiner was. Mal gucken, ja, der Kollege hier im M103. Der ist gerade am Grinden zum E5 oder hat die mittlerweile schon, ich weiß es nicht. Ah, Munitionsauswahl gefällt mir sehr gut, hat ordentlich HE. Heat hat er auch. Gute Anzahl mit dabei, ja, und wie gesagt, das Setup von den Verbrauchsmaterialien auch völlig in Ordnung. Dann hätte man schon ein bisschen pre-aimen können, da fährt meistens einer lang. Aber kein Vorwurf. Schwieriger Schuss. Bewegt den Turm, damit er nicht so leicht, der Kollege nicht so leicht zielen kann. Er steht hier, holt down zu IS-8. Ja, und die IS-8 kommt einfach nicht durch den Turm durch. Und er kann hier perfekt einfach von oben runter in die Wanne schießen. Haben sich jetzt hier, wie gesagt, eine überlegene Position erarbeitet, so wie ich es mir gedacht habe, ja. Die Mates sind immer noch nicht gespottet, die werden jetzt wahrscheinlich gleich in ihren Rücken erscheinen. Aber sie haben im Moment mit ihren Heavys die besseren Positionen zum Holdown spielen. Und von da wird jetzt auch ordentlich Schaden ausgeteilt. Ja, Kampfpanzerwagen 70 mit seinen 560er Kellen. Schon brutal. Ein Light, es fehlt jetzt noch, der Rest wurde schon alles mal gespottet. T49 ist da gerade aufgegangen. Und die beiden 9er TDs probieren, die Leute zu umfahren. Was ihnen sogar relativ gut gelingt. Ja, die IS-8 ist da in großen. Hat da ein großes Problem. Und wird jetzt wahrscheinlich auch demnächst 1390 rausgenommen. Na? Oh, was ein schöner Schuss. Respekt. Ja, dass der da reingeht, ne? Er kann es overmatchen oben, die Platte bei der ES8. Das geht. Sein Kaliber ist dafür groß genug. Aber nicht so einfach zu treffen. Also, das war schon ein schöner Schuss. Muss man mal lassen. So, und jetzt machen die beiden sich hier auf den Weg, den Gegner an deren Rücken abzuhalten. Es steht schon 4 zu 2 für die Gegner. Also sind mit zwei Panzern in der Unterzahl. Wartet sehr schön mit dem Track. Hat auch noch Glück, dass sein Perk auslöst.
der halt 700 machen kann, ja. Aber sehr schön, wie ihr gewartet habt mit dem Track. Total eh geladen, für den Light. Oh oh, du erlebst den Tag nicht mehr. Und da war er raus. Ja, ganz dumm vorgefahren von dem Light. Das muss er nicht tun. Nicht gegen Full Life Kampfpanzerwagen 70. Und noch einen M1-03, der von einem kompetenten Mann gefahren wird. Ja, da hat er schon 3400 Schaden gemacht. Das ist Helms Klamm Forever jetzt, ne? Er steht immer noch in einer sehr überlegenen Position, kann so ziemlich in alle Richtungen wirken, kann seinen Kollegen unterstützen. Und falls was pushen will, macht er es Proxy auf hier hinter dem Hügel und kann dementsprechend reagieren. Aber ich glaube, das war's jetzt aber auch für den Kollegen. Aha, ey, regelt. Da ist der M1-03 draußen. So, und jetzt ist es ein 1 gegen 3. Aber alle drei One-Shots, wenn ich mich recht entsinne. Also, er kann für alle HE laden und die killen. Er ist halt noch full life. Muss aber sehen, die Gegner können halt auch meinetwegen auf Cap-Points spielen. Sehr schön, nimmt jetzt hier die, den ersten raus. Oh, wird angezündet, macht aber nichts. Rapkit ist ja dafür da. Ich würde jetzt hier für die nächste HE gehen, um den Kill einfach safe zu machen. Er nimmt Heat. Kann man auch machen. Wenn er so an die Seite reinkommt, ja, Heat. Damit auch wirklich der Schuss sicher durchpennt. Ja, man hat schon Pferde kotzen sehen. Und jetzt muss er halt nur noch irgendwie den T49 fangen. Aber er hat sich gerade selber verraten ein bisschen. Er entscheidet sich, stehen zu bleiben. Man könnte jetzt diskutieren, ob er jetzt lieber hätte durchfahren sollen. Hätte ich jetzt zum Beispiel gemacht, weil so schnell kommt der T49 da unspottet nicht raus. Ja, er wäre schon längst dort vorne gewesen und hätte ihn gespottet beim Wegfahren. Und jetzt könnte der T49 wieder überall sein. Aber er macht ihn trotzdem noch auf. Er hat Glück gehabt. Der Kollege, wenn er außen rum gefahren wäre, hier hinten rum, hätte er den nie gespottet. Aber wenn er halt direkt crossed von A... Und recht Glück. Hat noch 1 Minute 40 Zeit, um den zu holen. Der T49 geht, wenn er jetzt für B geht, um das zu decappen, dann ist ja. Dann hat er nicht die intelligenteste Entscheidung getroffen hier. Aber ich glaube, der entscheidet sich einmal wegzurennen, weil er kann den Kampfpanzerwagen 70 immer. Outmoven, ja, von der Geschwindigkeit her, von der Wendigkeit her und von der Sichtweite. Dass immer ein Cap-Kreis für den Gegner bleibt. So entscheidet sich der Kampfpanzerwagen 70 jetzt, der Kollege, zu A zu fahren. Kann man machen, um den Cap zu unterbrechen. Ja, was? Die Leute haben ja schon 800 Punkte. Jetzt wird der Kollege wahrscheinlich gleich in B reinfahren. Das wette ich. Dort verweilen und da wird er jetzt dann den holen gehen. Einfach gerade hin und er kommt dann nicht mehr weg. Er forst jetzt quasi den Gegner, ja, da ist es schon. Er forst jetzt gerade den T49 quasi dazu zu cappen, weil wenn er gewinnen will. Hat jetzt auch HE reingeladen. Ach, oh, unlucky, dass er natürlich jetzt gespottet wird. Und jetzt hat er die Möglichkeit noch wegzufahren, oder? Oh, das wird ein RNG-Schuss. Ja, natürlich. Und der trifft halt, ne? Aber sehr gut. Sehr schön gemacht. Gut gelöst, finde ich. Haben sich, wie gesagt, die bessere Position erarbeitet. Verdient der Ace-Tanker natürlich. Und hat auch einen Batzen an Credits mitnehmen dürfen. Ja, aber für 4000 Schaden möchte man das schon machen. Hat sich die Kolobano verdient. Ja, Crucial Contribution. Ja, man muss mindestens mit seinem Zug 6 Gegnerfahrzeuge zerstören. Er allein hat davon 4, ja, Waffenbrüder haben sie auch noch gemacht. Ach ne, Waffenbrüder ist ja nur, wenn er überlebt hat, ja, aber hätten sie gemacht, wenn Temo nicht gestorben wäre, der Bot. Ja, Warrior, Großkaliber. Schön gelöst, ja, wie gesagt, was ich gemeint hatte am Anfang, die haben die zwei Lights, das heißt, es wäre für die besser gewesen, dort oben hinzufahren, das haben sie auch gemacht. Absolut richtige Entscheidung, aber das erwarte ich auch von diesem Spieler. Nö, war ein schönes Replay. Und kommen wir jetzt zum zweiten.
Ein Waffenträger auf Panzer 4 Replay auf Abstellgleis vom Bunkerbrecher 22. Natürlich die TD-Camper-Map schlechthin. Gucken wir uns als erstes das Team an. Nichts, was ich an gefährlichen Clans sehe. Im Gegnerteam, ja, es sind nur zwei Neuner. Und sogar noch ein Siebener dabei im Gegnerteam. Und alle nicht so stark gepanzert, zumindest für einen WT. Also sehr machbare Geschichte. Hier ist gut was drin für den Kollegen. Es ist nur die Frage, wo er hingeht. Eventuell wird er ganz standardmäßig dort hinten auf den Hügel fahren. Oder hier hinten bleiben und hoffen, dass der Gegner ein bisschen über die Mitte pusht oder hier rumpusht, sodass er von hier aus besser wirken kann. Oder wie gesagt, der Herr Verdentnerin. Oder er ist ein Kumpel und fährt hier hinten hoch und supportet seine Mediums. Das sind so die drei Möglichkeiten, die man abwägen muss, wenn das Gefecht startet. Ja, er hat drei Möglichkeiten anzufahren. Mal gucken, für welche er sich entscheidet. Hat auch Tarnitz mit dabei, also er geht halt für absoluten Stealth-Modus. Das heißt, er muss mindestens einen seiner Mediums am Leben halten. Oder einer seiner Mediums muss am Leben bleiben, damit er einen dauerhaften Spotter hat. Er entscheidet sich für den Camperhügel. Nicht die beste Entscheidung. Also kann er machen. Nicht die beste. Ob er in der T49 durchfährt, wäre natürlich jetzt ein bisschen traurig. Und es passiert. Ja. Sowas. Bitte macht das nie. Ihr seid ein Leid. Da hinten habt ihr nichts verloren. Ihr sollt da, wenn ihr auf die Minimap guckt, ihr sollt da lang fahren. Macht hier eine Fahrt hier ran. Macht hier eine Kurve. Spottet alles, was hier sich hin bewegt. Aber das niemals. Und jetzt. Der Panther, gut, wenn er hier vorne spielt, ein bisschen Holdown probiert, das kann man machen. Er ist aber trotzdem noch viel zu weit hinten für meinen Geschmack und er hat auch noch nicht die große 8-8 drauf. Aber das, was der T49 hier verzapft, bitte niemals nachmachen. Das ist nicht die Aufgabe eures Panzers. Und ihr klaut dem TD den Raum zum Hantieren. Ja, er blockt jetzt sogar den WT. Ja, wenn er jetzt aufgeht und auf ihn geschossen werden würde, er könnte nicht zurückfahren. Der Panther ist sehr offensiv, kann in die Hose gehen, kann aber auch gut belohnt werden. Aber wie es scheint, scheinen da nur zwei Gegner zu sein. Aimt den Schuss gut durch, ja. Sehr schön und gibt schon die erste 600er aus. Ja, brutale Kanone auf dem WT, 640 Alpha, 255 Pen. Das ist ziemlich zerstörerisch gegen 8er, vor allen Dingen gegen 7er. Und der T49 hier hat im Moment keine Value. Erstens, er hat eine absolut unpräzise Strotkanone und probiert jetzt auf über 300 Meter zu snipen. Das kann nicht funktionieren. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das denn für ein Schuss? Ich hätte nicht gedacht, dass er den macht, aber... Da hat Merkel gerade gesagt, hier... Ich hab mal mit Stalin telefoniert. Der lässt die Granate durchgehen. Mein Gott, was war das denn für eine geile Granate? Holy shit. Der Schuss war insane. Pixelshots, ja, wie ihr seht, die Kanone ist nicht gerade die genaueste vom Aim-Kreis, aber wir wissen ja, am Ende entscheidet der Würfel, wo die Granate hinfliegt. Und hier absolut ins Bullseye. Cleaner, schöner Shot auf die IS-3. Ich komme da gerade nicht drauf. Klar, wie er den gesetzt hat. Aber hat schon 1300 Damage gemacht. Jetzt muss der AT-15 dran leiden. Hätte er auf die Coppola schießen müssen, weil so wie er steht, ist die Front ziemlich rot für ihn. Ja, AT-15 ist dick gepanzert frontal. Da muss man schon auch als WT entweder auf Gold laden, wie er es jetzt tut, oder halt, wie gesagt, auf den Weak Spot schießen, wo die Granate jetzt reingeflogen ist. Ne? Da hätte jetzt auch normal AP gereicht. Oder ihr schießt HE, dann macht ihr trotzdem noch safe eure 300 bis 400 Damage. Wir liegen jetzt bei 1800 Damage. Ganz in Ordnung. Oh.
Eieieiei, aber hier ist RNG aber heute auch für einen nur Menschenskinder. Nicht gespottet, ja. Tarnetz hilft ganz gut nach. Aber auch schön realisiert, dass jetzt der Amix 5100 hinter ihm langkommt. Ich würde zwar eh laden und den einfach wegschroten gehen. Das wäre zu meiner Entscheidung. Ich würde einfach drauf gehen. Aber gut, er lässt ihn kommen. Kann man auch machen. 480. Low Wall. Und der hat die kleine Kanone drauf. Das heißt, der hat 4 Schuss im Magazin. Aber das kann er locker wegtanken. Vor allem, weil der Kollege kein HE lädt. Max Wall, sehr schön. Aber den hättest du haben können. Hättest du HE in die Seite geschossen, hättest du den gekriegt. So, leider musst du nochmal schießen. Sollte aber kein Problem darstellen, weil der Kollege Mühlot ist. Auch hier zum Killen hätte ich auch HE benutzt. Ja, man weiß ja, manchmal sind solche Random-Granaten, die irgendwo einfach hängen bleiben. Das ist jetzt so die einzige Marke, die ich hier habe. Sonst einfach ganz normales Standard-TD-Gameplay auf der Map. Nichts Besonderes. Aber hat halt seine Schüsse gesetzt. Und hat damit seinem Team zum Sieg verholfen. Ja, 4600 Damage jetzt schon. Das ist schon eine ganz schöne Wumme auf dem WT. Da ist immer noch was zu holen. Ja, da kommt jetzt noch ein Stock T54. Oh, die arme Sau. Oh, aha. Aha. Leute. So machen wir das also hier. Die übelsten Pixel-Shots und dann noch ein Armrack. Junge, du warst einfach... Hast du den Glückswürfel hier irgendwo dran? Ist der, geht der an den Panzer? Nee, ne? Aber wenn, dann hättest du den auf dem Panzer verdient. Dem solltest du eigentlich so ein richtig dickes, fettes, vierblättriges Kleeblatt oben drauf pappen. Junge, Junge, Junge. Dem hast du aber gerade gegeben. Und so sind wir bei fast 6000 Schaden in dem WT. Gut gespielt. Das Einzige, was ich zu meckern hätte, dass er zweimal hätte HE schießen können. Ja, beim ersten Mal wäre der AMX höchstwahrscheinlich sofort tot gewesen. Ja, hätte nicht nochmal schießen müssen, hätte sich sondern gleich dem T54 zuwenden können. So, aber an sich nicht schlecht gemacht. Ja, weil man sich wundert, warum kein S-Tanker? Kein S-Tanker, weil er diese Medaille hat. Diese Medaille bekommt, sagt ja quasi aus, dass man sehr viel Schaden auf eine hohe Entfernung gemacht hat. Wo steht das? Ja, 250 Meter, ich bin dumm. 250 Meter mindestens. Und aber wenn man auf große Distanz schießt, bekommt man weniger EP. Weil man ja quasi das Team für einen tanken lässt, wenn man nur hinten rumsteht und einfach nur den Gegner abfarmt. An sich nichts Falsches, gerade in so einem WT, ja, da fährst du nicht vorne rum. Aber ist halt so die Mechanik, dass die Leute, die vorne stehen und Schaden machen, mehr EP kriegen, als die nur hinten rumgammeln. Aber was willst du mit dem WT anders machen? War kein Vorwurf. Deswegen aber hier auch nur eine zweite Klasse. Hätte durchaus ein Ace-Tanker sein können. Ja, und da hat er sein Team ganz gut durchgecarried, ne? Aber das Gegnerteam hat auch ordentlich mitgespielt. Das zum zweiten Replay. Kommen wir zum dritten. Vom guten Misaka Mikoto. In seiner Su 12254 wieder ein Neuner. Ja, heute bis jetzt nur Neuner. Auch wieder auf der Karte Abstellgleis. Ja, machen wir uns wieder auf Campe gefasst. Diesmal ist er im Kollegen von gerade eben unterwegs. Beide in ihrer Su 152. Sie sind Low Tier, also können wir uns auf ein bisschen Action freuen. Und sie entscheiden sich am Anfang direkt rüber zu fahren auf den Med, auf die Med-Seite. Ist auch die, wie gesagt, richtige Entscheidung, weil drei Meds im Gegnerteam, die werden hier vermutlich probieren Action zu machen. Nichts im Gegnerteam, was man so von den Clans kennt. Wir haben noch einen von Ups im Team. Also kann man schon mal davon ausgehen, dass man einen halbwegs kompetenten Mitspieler hat. Der auch schon fleißig rangeht spotten. Und das Objekt da. Aha. Kann jetzt hier auch fleißig beschießen. Ja, schön die Unterarmwanne abaimen. Jetzt kommt die Heat. Ja, für die Safe Pens. Und ihr seht brutale DPM auf dieser Karre. Ja, 4,9 Sekunden.
Das ist schon 5,9, ja, wenn das Adrenalin mit 4,9, also das ist schon echt brutal, was das Ding an DPM hat. Alle 6 Sekunden quasi in die 490er Kelle. Schöner Amorek hier. Auch ein bisschen RNG mit dabei. Das war auch wieder ein RNG-Schuss, das der getroffen hat. Ich werde abgeprallt. Ja, ich hatte ihn nur gekettet. Aber ist ja egal. Und damit liegt das Team schon mit 2-0 in Führung. Er hat schon 3500 Schaden gemacht. Innerhalb der ersten anderthalb Minuten. Kann man sich mal geben. Und jetzt geht's hier ganz knallhart. Wird der T55 weg DPM, ja. Interessiert ihn halt gar nicht. Zündet ihn auch noch an. Und der Kollege hat den Feuerlöscher zu spät aktiviert. Fängt sich jetzt hier die Kelle. Ob der Trade jetzt so nice war, weiß ich nicht. Ja, jetzt ist er ziemlich One-Shot. Also den Lucky One-Shot vom Chieftain und der WZ111 killt ihn halt sowieso. Wird jetzt hier noch ein bisschen an den E50M rumzunagen. Max wohl jetzt gerade geprockt, ja, den Perk. 35% Chance auf höchster Stufe. Oh, beide schießen daneben. Ah, glücklich. Und das war kurz und schmerzlos, würde ich fast behaupten. 6.477 Schaden gemacht. Ja, innerhalb von knapp 3 Minuten verdient der Ace-Tanker. Ja, mit 4 Kills, da ist das dann schon. That's a lot of damage, I would say. Und ja, da hat sein Team nicht viel mit abbekommen. Auch sein Kollege nicht, ja, wenn er einfach so alles zerhackt da vorne. 1556 Base-EP ist schon eine ganze Menge. Ja, dazu gibt es nicht groß zu sagen. Er ist einfach draufgefahren und hat seine brutale DPM ausgenutzt, ja, was man halt mit dem Panzer machen sollte. Hat am Anfang rumgestanden hinten, ja, und hat erstmal ein paar Schüsse abgegeben und hat es dann, wie ich meine, richtig gemacht, nach vorne gefahren, wo er gemerkt hat, dass sein Team Probleme hat und hat dann da gut ausgeholfen an der Flanke. Schön gemacht. Und kommen wir zum letzten Replay vom guten Markus Beast in seinem Smasher auf der Karte Festung aus dem Clan Jumbo. Wieder im Gegnerteam nichts, was man von den Clans kennt. Er ist Top-Tier. Ja, ist nur ein Sechser. Und ja, Munitionsverteilung ist in Ordnung so. Ja, man braucht nicht so viel Heat. Ihr habt. Also, ihr braucht es fast nicht. Entweder ihr ladet da E oder ihr könnt mit AP auch meistens die Ziele beschießen, wenn ihr richtig fahrt. Und so viel dazu. Gucken wir mal, er fährt in die Schlachtergasse rein. Ja, mit 4 Heavys kann man das machen. Ja, die Gegner haben auch 3. Das heißt, man könnte antizipieren, dass die Leute hier langgefahren kommen. Und du willst dich ja mit dem Smasher prügeln, ja. Du willst da vorne einfach reinfahren. Huch, Kollege. Hat da jemand einen Disconnect? Aber er bewegt seine Kamera. Oder hat er geschrieben? Komisch. Aber es setzt sich ja hier mehr oder weniger alleine. Denn wir können uns das ja mal angucken. Das ist nervig, ein bisschen so die Kamera zu drehen. Denn seine Kollegen sind bis jetzt noch nicht auf dem Spawn rausgekommen. Der Tiger 1 ist hier hinter die Ecke gefahren, rumcampen. Der M6 ist erst auf dem Weg und der KV-1S ist, glaube ich, noch nicht aufgewacht. Und ja, das ist eine sehr ungünstige Position, wenn die Leute in der ersten Minute noch nicht auf Position sind. Aber mal gucken, ob er das Beste draus machen kann. Weil vor ihm sind ja auch noch irgendwie keine Heavys aufgegangen. Entschließt er sich jetzt hier durchzupushen. Sehr gewagt, da er im Moment noch alleine ist. Pinkt jetzt auch um SOS. Aber anscheinend ist hier niemand. Wo sind die denn alle? Ah, da geht ein Kollege Smash auf. Er im Gegenzug auch. Da hättest du ihm einfach nur um ihm Respekt zu machen, hättest du ihm einfach AE ins Gesicht drücken können. Ah, der Tiger 1 ist aufgewacht. Der KV-1S schläft immer noch.
Obwohl, ne, er schläft nicht, er hat sich nur umpositioniert. Er campt am Spawn. Aber er riskiert keine, also was man ihm zugutehalten muss jetzt an der Stelle ist, dass er keine risky Shots riskiert. Ja, er will wirklich sichere Schüsse anbringen. Jetzt hier an der Stelle. Muss jetzt aber aufpassen, der Tiger 1 hat eine starke DPM, die ihm echt zu schaffen machen kann. Und eine Pen auf der Kanone mit 203 auf AP, wo er nicht viel zu melden hat, aber auch gleichzeitig dem Smasher im Rücken. Das heißt, er muss Stress machen. Obwohl der Smasher hat schon ordentlich kassiert. Von wem hat er denn die kassiert? Das nervt, dass man das so machen muss. Ah, der Tiger 1 ist hier fleißig am Ballern und nimmt den auch gleich raus. Oh Gott, der Tiger 1 hat was richtig gemacht. Unseren Kollegen hier nämlich supportet am besten, im bestmöglichen Weg. Und da hätte jetzt, wenn der Tiger 1 nicht richtig reagiert hätte, hätte jetzt hier das Replay schon an der Stelle zu Ende sein können. Hat jetzt aber auch gegen den Tiger 1 eine Menge HP liegen gelassen. Ja, das hätte man durchaus ein bisschen intelligenter spielen können. Na so. Trifft den Spot bei der Gunmantel. Ja, dort rein kann man. Dort, diesen Ring hier kann man mit HE beschießen. Hat auch super gemacht, ja, gut abgeaimt, hat sich die Zeit genommen und wenn die so die ganze Zeit so am Pieken ist, why not? Und jetzt kommt der 1375 zum Sterben. 1357, Entschuldigung. Na komm, warum schießt du denn nicht? Jetzt, nimmt den Kollegen raus mit HE, ja, kein Problem. Knapp 100 Pen auf HE. Die Regeln da. So, und jetzt haben wir nur noch einen T-34-85 und einen M6 gegen uns. T-34 One-Shot für alles hier mit HE. Und dem M6 ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Und hier hat der Kollege jetzt wieder Ping-Probleme. Junge, Junge, Junge. Ja, man merkt es. Das ist nicht ich, der lagge. Das ist das Replay, das laggt. Ja, ihr seht, der Kollege hatte in-game echt Probleme mit seinem Internet. Was, wenn man so dauerhaft spielt mit so schlechtem Internet, einem auch echt ganz paar, eine ganze Stange an Spielen kosten kann. Jetzt wartet er, er hatte noch kaum AP, aber er könnte hochfahren und einfach den T-3485 killen. Na, macht der M6 macht ihm doch bestimmt nicht den Gefallen und fährt einfach raus. Aber der macht ihm den Gefallen. Ah, wird weggederbt. So, und das ist nur noch. Ups, Entschuldigung, bin jetzt am Mikro gestoßen. Und da war es dann nur noch der M6. Kann sich einen Schuss von ihm einstecken, wenn er nicht heilrollt. Ich kenne diese Momente, ja, so wenn eine Millisekunde von der Nachladezeit fehlt. Bitter, bitter an der Stelle. Also sonst hätte eben die HE in die Seite drücken können. Da, Kollege! Bist du einem kleinen Irrtum erlegen. Und zwar hast du gedacht, ich schieße ihm hier in die Seite rein. Aber du hättest hier oben reinschießen müssen, ja, du aimst hier hin, aber hier sind die Ketten und Schottpanzerung. Das heißt, es sieht zwar aus, von der numerellen Panzerungsstärke wird dir angezeigt, du kannst durchschlagen. Aber das ist Schottpanzerung. Und Schottpanzerung killt HE. Und deswegen hast du gerade nur 400 Damage gemacht. Und wenn du ihm aber hier oben reingeschossen hättest, ja, in dem Bereich, da hättest du ihm gepennt. Zu 100%. Aber so, leider nur gesplasht. Aber die nächste HE wird ihn dann sowieso ausschalten. Dagegen kann der M6 nichts mehr tun. Der Kollege ist tot.
Und da stehen wir bei 5 Kills und 3838 Damage. Ganz solide Runde im Smasher, ja. Auch hier das First Class. Ja, mit der Karre muss man schon echt krasse Runden hinlegen, um den Ace Tanker zu bekommen. Oh, hat sogar was geamrickt? Ah ne, hat nur einen Gegner komplett von 100 auf 0 alleine runtergeschossen. Jo. Das war's dann, wie gesagt, zum Replays. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir mehr einschicken auf den Discord-Server. Link zum Server unten in der Beschreibung drin. Und ja, aber bitte schickt mir jetzt nicht mehr Smasher-Videos oder Zoo-Videos. Ja, ich will eine gewisse Abwechslung haben, ja. Nicht, dass die Leute immer denselben Panzer sehen. Und ja, nicht, dass ich jetzt plötzlich morgen nur noch Zoo 12254 Gameplays bekomme. Die werde ich mir natürlich nicht anschauen, ja. Vielleicht gibt es auch mal ein Replay einfach von mir mit dazu. Werden wir sehen, wenn ich wirklich gutes Replay finde, dann stelle ich das da auch rein. Ja, aber ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Sagt mir, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon haben wollt. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Gebt mir ein Abo, wenn ihr für mehr Content seid. Und ja, dann würde ich sagen, bis heute zum Stream. Und verabschiede mich. Bis dahin, euer Moria. Ciao.